Meine Damen und Herren, ich möchte Sie zu den heutigen mathematischen Ergänzungen begrüßen. Wir wollen uns heute mit dem Kapitel der geometrischen Optik etwas beschäftigen. All die Berechnungen, die ich in der Vorlesung nicht durchführen konnte oder die da sehr schnell gegangen sind zur geometrischen Optik, möchte ich Ihnen hier jetzt in dieser mathematischen Ergänzungsstunde einmal zeigen. Ja, es geht darum, wie kommt es überhaupt zu dieser Linsenschleiferformel? Nochmal das Abbildungsgesetz. Wir gucken uns da einfach ein paar Sachen an, die in der Vorlesung einfach zu schnell gelaufen sind, bis hin zu Linsensystemen, die ich ja auch nur in der Vorlesung andeuten konnte. Ja, lassen Sie mich dazu erstmal umschalten, wieder auf unsere Präsentation. Und dann sehen Sie, wir sind also bei den mathematischen Ergänzungen, bei den Berechnungen zur geometrischen Optik. Geometrische Optik, da sind wir ja auch in der Vorlesung angekommen. Ja, und wir gucken uns das mal an. Nochmal zu den Begriffen. Das möchte ich einfach nochmal wiederholen. Bei der geometrischen Optik breitet sich das Licht geradlinig in Form von Strahlen aus, so wie man das auch am Anfang eigentlich kennt. Das heißt, da gibt es dann nur Reflexion und Brechung. Diese Strahlen können sich ganz speziell ausbreiten. Sie breiten sich auch geradlinig aus. Mehr gibt es da nicht. Der Wellencharakter des Lichtes, den gibt es da nicht. Ja? Und bei der Wellenoptik werden auch die Welleneigenschaften berücksichtigt. Das heißt, da kommt es dann zum Phänomen der Interferenz und der Beugung, wie wir noch sehen werden in der Vorlesung. Ja? Da kommt es auch dazu, da gibt es so Begriffe wie Gangunterschied, den man berücksichtigen muss. All das ist in der Wellenoptik der Fall. Wir sind jetzt aber bei der geometrischen Optik. Ja, also nochmal zur Wellenoptik. So eine Welle wäre ja sowas wie E0 mal Cosinus K mal R minus Omega T. Das ist ja so eine ebene Welle, die ich mir hier überlegen kann mit dem entsprechenden Vektor K der Ausbreitung. Ja, dieser Vektor K gibt mir die Ausbreitungsrichtung der Welle aus und der steht senkrecht auf den Wellenfronten. Das hatten wir ja in der Vorlesung beim Thema Wellen. Ja, dass der K-Vektor senkrecht steht auf den Wellenfronten. Erinnern Sie sich an das erste Semester. Und bei der geometrischen Optik vergesse ich jetzt sozusagen die Tatsache, dass es darunter Wellen gibt und gucke mir nur diese K-Vektoren an, nur die Ausbreitungsrichtung der entsprechenden Welle, also nur die Lichtstrahlen. Das ist das, was dahinter steckt. Ja? Und jetzt wollen wir mal ein bisschen geometrische Optik machen. Zum Beispiel hatten wir in der Vorlesung den Regenbogen. Können Sie sich noch daran erinnern? Sie haben die Sonne im Rücken und unter einem Winkel von 42 Grad erscheint der Regenbogen. Ja, erscheinen die Farben des Regenbogens. Und das habe ich Ihnen in der Vorlesung nicht so genau erklärt. Ja, wie kommt es überhaupt zu diesen 42 Grad? Das möchten wir jetzt noch mal genau ausrechnen. Ja, und da müssen wir uns angucken, wie tritt eigentlich ein Lichtstrahl in einen Regentropfen, das ist hier unser Regentropfen, ja, wie tritt da eigentlich ein Lichtstrahl ein und wie tritt er wieder aus? Am Punkt A tritt er ein und am Punkt C tritt er aus. Und wir wollen uns jetzt mal berechnen, den Winkel hier, diesen Streuwinkel, wie wir ihn nennen, 2 Beta will ich den nennen, das ist der zweimal dieser Winkel Beta, den wollen wir uns jetzt berechnen, und zwar als Funktion des Auftreffpunktes sozusagen. Ja, der Auftreffpunkt, ich sage Ihnen gleich, wie ich das meine, ja, als Funktion dieses Auftreffpunktes. Das ist das, was wir jetzt tun wollen. Ja, und wir wollen wissen, diesen Winkel 2 Beta, also wie wird dieser Lichtstrahl hier umgelenkt. Ja, und dann ist klar, wir können hier oben erstmal Brechungsgesetz machen, wenn der unter dem Winkel Theta 1, Sie sehen, das ist hier das Lot, ja, unter dem Winkel Theta 1 tritt der Winkel hier ein, zum Punkt A. Er wird dann gebrochen, ja, unter dem Winkel Theta 2. Und wenn Sie das Lot hier aufmalen, dann haben Sie also hier die beiden Winkel Theta 1 und Theta 2. Und nach Brechungsgesetz können wir einfach schreiben, Brechungsindex von Luft mal Sinus Theta 1 gleich Brechungsindex von Wasser, der Regentropfen besteht ja aus Wasser, mal Sinus Theta 2. Brechungsgesetz. Ja? Und jetzt ist der Brechungsindex von Luft natürlich 1, klarerweise. Und der gesamte Ablenkwinkel, das ist hier der Winkel Phi A des Strahls. Ja, und 2 Beta ist der Beobachtungswinkel des Regenbogens. Und natürlich ist Phi A plus 2 Beta gleich 180 Grad oder in Bogenmaß gleich Pi. Das ist, sehen Sie sofort. Ja, das ist diese Gleichung hier, wenn wir es in Bogenmaß aufschreiben. Und das Dreieck AOB, hier A 0b, dieses Dreieck hier, sagt uns, dass Folgendes gilt,
zweimal Theta 2, wir haben hier da den Winkel Theta 2, da den Winkel Theta 2, das ist ein gleichschenkliges Dreieck, plus Alpha, plus diesen Winkel Alpha, das muss auch Pi sein, weil die Winkelsumme im Dreieck 180 Grad ist. Ja? Und das Dreieck A0P, das ist also dieses Dreieck hier, da haben wir jetzt auch ein paar Winkel, da haben wir den Winkel Theta 1, das ist dieser Winkel, der Gesamtwinkel hier, plus Alpha, das ist dieser Winkel, plus Beta muss auch Pi ergeben. Also wir rechnen erstmal die gesamte Geometrie etwas zusammen. So, das wollen wir jetzt aufschreiben. Hier sehen Sie nochmal die ganzen Winkelzusammenhänge. Das heißt, wir können jetzt erstmal hier diese Gleichung nach Beta umstellen. Beta ist gleich Pi minus Theta 1 minus Alpha. Und Beta wollen wir uns ja, den wollen wir uns ja ausdrücken. Diesen Winkel wollen wir ja haben. Das ist ja der Ablenkwinkel. Ja? Also das ist Pi minus Theta 1. Ja, und für Alpha setze ich jetzt aus dieser Beziehung ein Pi minus 2 Theta 2. So, und wenn ich das zusammenfasse, kriegen wir also raus, der Ablenkwinkel Beta ist 2 Theta 2 minus Theta 1. Theta 2 ist hier der Brechungswinkel, Theta 1 ist der Winkel, unter dem der Lichtstrahl hier auf diese Kuh, auf diesen Wassertropfen auftrifft. So, ja, das haben wir also. Das heißt, hier unser Ablenkwinkel Phi A, das ist also Pi minus 2 Beta, das ist also Pi minus 4 Theta 2 plus 2 Theta 1. Ja, so. Und jetzt ist es natürlich so, jetzt kann ich Theta 2 durch Theta 1 ausdrücken, weil ich ja das Brechungsgesetz habe. Ja, und das Brechungsgesetz, wenn ich das jetzt hier also einsetze, Theta 1 habe ich hier einfach stehen gelassen, minus 4 mal Theta 2, ja, es ist ja n Wasser mal Theta, Sinus Theta 2 ist gleich n Luft mal Sinus Theta 1. Wenn ich durch n Wasser dividiere und die Umkehrfunktion des Sinus nehme, dann kriege ich raus, Theta 2 ist Arcus-Sinus, also die Umkehrfunktion des Sinus, von n Luft durch n Wasser, von den Brechungsindizes, mal Sinus Theta 1. So, jetzt haben wir schon mal den Ablenkwinkel als Funktion von Theta 1 ausgedrückt. Das ist ja schon mal was. Das heißt, hier kommt irgendein Lichtstrahl an, trifft auf den Regentropfen und wir können uns diesen Ablenkwinkel Phi A ausrechnen. Sind wir schon mal fast am Ziel. So, das ist unsere Formel. Jetzt wollen wir das Sinus Theta 1 nochmal darstellen durch den Abstand von dieser Mittellinie des Auftreffpunktes, des Lichtstrahls, der hier auf den Wassertropfen trifft. Ja, da muss ich ein bisschen Geometrie machen. Ja, da nenne ich diesen Abstand, nenne ich x. Ja, der Radius meines Tropfens ist r. Und dann sehen Sie schon, Sinus Theta 1 ist x durch r. Ja, das habe ich hier geschrieben. Oder Theta 1 ist damit der Arcus-Sinus von x durch r, den umgekehrten Sinus. Und jetzt kann ich also diesen Ablenkwinkel Phi a, ja, als Funktion von x, also von dem Auftreffpunkt relativ hier zu diesem Mittelpunkt des Lichtstrahls auf den Regentropfen so schreiben. Phi a von x ist gleich Pi plus 2 mal Arcus-Sinus x durch r. Da stand ja Theta 1, minus 4 mal Arcus Sinus n Luft durch n Wasser und für Sinus Theta 1 kann ich ja schreiben x durch r, das schreibe ich da rein. Ja, jetzt bin ich fast am Ziel. Ja. Und jetzt erinnere ich mich doch wieder daran, also eigentlich ist natürlich der Winkel 2 Beta, den ich berechnen will, das ist ja Phi minus, das ist ja Pi minus Phi a, weil die Summe ja Pi war, ja. Also mit anderen Worten, ich komme hier auf diesen Ausdruck für den Ablenkwinkel 2 Beta. 4 mal Arcus Sinus n Luft durch n Wasser mal x durch r minus 2 mal Arcus Sinus x durch r. Und man muss bedenken, x ist jetzt hier der Punkt, an dem das Licht auf den Wassertropfen trifft, relativ zum Mittelpunkt. Das ist die Strecke x. Und jetzt kann ich mir einfach mal als Funktion von x diesen Ablenkwinkel angucken. Mit anderen Worten, ich kann diese Funktion als Funktion von x einfach mal aufzeichnen. Ja, und das tue ich jetzt mal. Wenn Sie das tun, dann sehen Sie, hier ist das x. X läuft ja von 0 bis 1, x durch r. Ja, x 0 bedeutet, der Strahl würde direkt durch die Mitte des Wassertropfens gehen. R bedeutet, 1 bedeutet, er wäre direkt am Rand des Tropfens. Für größer als 1 trifft das Licht einfach nicht den Wassertropfen. Insofern mehr brauche ich da nicht. Und wenn ich diese Funktion jetzt hier aufmale, dann sehen Sie, sieht die so aus. Die hat also hier ein Maximum. Das bedeutet,
Wenn in diesem Bereich jetzt irgendwie das Licht ankommt, auf den Wassertropfen, wird es vornehmlich unter diesem Winkel zurückgestreut. Ja? Das heißt, unter diesem Winkel hier werden viel mehr Lichtstrahlen zurückgestreut als zum Beispiel unter diesem Winkel hier. Ja, wenn Sie hier rübergehen, passiert das ja nur für Lichtstrahlen, die unter zum Beispiel 20% von der Mitte einfallen. Während hier unter diesem Winkel viel mehr Lichtstrahlen zurückgestreut werden, sind nämlich Lichtstrahlen, die in diesem Bereich reinfallen auf den Wassertropfen. Das bedeutet, vornehmlich wird mein Licht unter diesem Winkel zurückgestreut. Ja, und wenn Sie sich das angucken, was das ist, das sind ungefähr 42 Grad. Das sind diese ominösen 42 Grad. Ja, so kann man sich die ausrechnen. Und das ist hier bei einem bestimmten X-Wert der Fall, ja, den Sie hier unten ablesen können. Ja, Sie könnten aber natürlich, mit anderen Worten, wir suchen das Maximum dieser Funktion. Wir suchen das Maximum dieser Funktion. Mit anderen Worten, wir können einfach auch das Maximum dieser Funktion suchen. Ja, wie man das macht, wissen Sie schon aus der Schule. Wie bestimmt man das Maximum einer Funktion? Sie setzen die Ableitung gleich 0. Können wir machen. Sehen Sie, das geht auch. Das ist die analytische Lösung. Ja, hier haben Sie für unsere Funktion. Ich habe jetzt für x durch r einfach y gesetzt und wir suchen als Funktion von y das Maximum dieser Funktion. Jetzt leite ich diese Funktion ab. Dazu müssen Sie wissen, was die Ableitung von a Cosinus ist. Die Ableitung von a Cosinus y ist, können Sie in der Ableitungstabelle nachschauen, 1 durch Wurzel aus 1 minus y Quadrat. Ja, muss man entweder wissen oder nachschauen oder wie auch immer. Ja, ist halt so, das sehen Sie hier. Ja, da steht die Ableitung von a Cosinus nach y. Ja, hier müssen Sie noch mit der Kettenregel argumentieren und das heißt, Wir suchen die Nullstelle dieser Funktion. Ja, das können Sie sich dann ausrechnen. Ich habe das hier mal getan. Das heißt, Sie bringen das auf die andere Seite und quadrieren dann entsprechend, damit Sie die Wurzeln wegbekommen und dividieren dann durch 4. Ja, dann kommen Sie auf diesen Ausdruck. Können das jetzt nach y² umstellen. Ja, nach y² können Sie das auflösen, die Wurzel ziehen und sich daran erinnern, dass x ja y mal r ist. Und so kommen Sie auf diesen Ausdruck, den ich auch in der Vorlesung angegeben habe. Ja, also für x ist das der x-Wert, für den wir dieses Maximum haben. R mal Wurzel aus 1/3 mal 4 minus n Wasser zum Quadrat durch n Luft zum Quadrat. Wenn Sie hier für Luft 1 einsetzen und für Wasser den Brechungsindex von 1, ich glaube 1,3, dann folgt daraus, dass y max gleich 0,86 ist. Ja, 86% von der Mitte muss der Lichtstrahl auf den Wassertropfen treffen, um dann unter 42 Grad reflektiert zu werden. Da ist also die Lage des Maximums. Ja. Und wenn man sich jetzt den Funktionswert ausrechnet, dann ist der Funktionswert für diesen Maximalwert 0,74 Radiant. Das ist ja Bogenmaß und 0,74 in Bogenmaß sind 42 Grad. Sie sehen, das kann man also auch ohne Zeichnung, kann man auch das Ergebnis erhalten. Die Rechnung habe ich Ihnen in der Vorlesung vorenthalten. Ich denke, es ist interessant, diese Rechnung zu sehen, dass man sich das wirklich ausrechnen kann. In der Vorlesung haben wir nur das Phänomen Regenbogen betrachtet und ich hatte Ihnen diese 42 Grad genannt. Ja, hier sehen Sie es nochmal, beim Hauptregenbogen werden also die Lichtstrahlen einmal reflektiert und dann gab es ja auch noch den Nebenregenbogen, da werden die Lichtstrahlen zweimal im Inneren reflektiert, da kriegen wir einen Winkel von 51 Grad. Das können wir uns genau so berechnen und würden dann auf diese Formel kommen. Die Berechnung ist dann natürlich ein bisschen komplizierter, weil wir dann natürlich zwei Reflektionen zu berücksichtigen haben, aber sie läuft ganz genau so ab. Sie können das ja mal zu Hause selber versuchen, ob Sie wirklich die Formel für die 51 Grad des zweiten Regenbogens hinkriegen. Ja, ist eine sehr schöne Übung. Wenn Sie das können, dann haben Sie die geometrische Optik voll verstanden. Ja, gut. Wollen wir uns jetzt mal dem Strahlengang in einer konvexen Linse in diesem Fall zuwenden. Da hatte ich Ihnen die Linsenschleiferformel in der Vorlesung angegeben. Das heißt also, 1 durch die Brennweite der Linse war n minus 1, n ist Brechungsindex des Materials, aus dem die Linse besteht, mal 1 durch R1, R1 ist Krümmungsradius der Linse hier und 1 durch R2, R2 ist Krümmungsradius der Linse auf der anderen Seite. Ja? Diese Formel fiel so ein bisschen vom Himmel. Kann man die Formel verstehen? Die Antwort lautet ja, die kann man verstehen.
Wenn man sich hier mal die Geometrie hinschreibt, ich habe also einen Lichtstrahl, der kommt parallel zur optischen Achse hier an, im Abstand d von der optischen Achse unter dem Winkel Alpha 1 gemessen zur normalen hier bezüglich der Oberfläche der Linse. Ja? Er wird dann gebrochen, weil er in das Innere der Linse geht unter dem Winkel Alpha 2. Die Linse ist so ein Kugelausschnitt mit dem Radius R1. Sie finden hier den Winkel Alpha 1 auch wieder, unter dem dieser Strahl hier ankommt. Das Material der Linse habe den Brechungsindex N und hier diesen Winkel gegenüber die Ablenkung aus der geraden Linie, diesen Winkel bezeichnen wir mit Alpha 3. Das ist auf der einen Seite die Geometrie. Auf der anderen Seite die Geometrie sieht so aus, hier ist wieder unser Abstand d, jetzt kommt dieser Strahl, der läuft jetzt hier sozusagen weiter in der Linse und kommt hier wieder auf einen Übergang zwischen zwei Medien und wird dann wieder gebrochen, ja, von einem Medium mit dem Brechungsindex n in Luft und trifft unter dem Winkel Alpha 4 auf die optische Achse in dem Abstand f. Der Abstand f soll von diesem Punkt gemessen sein zu dem Schnittpunkt mit der optischen Achse. Das ist die sogenannte Brennweite. Alpha 4 finden Sie auch hier wieder. Hier finden Sie noch einen Winkel Beta 1. Den Winkel Alpha 3, den ich hier oben definiert habe, den finden Sie hier wieder. Und Beta 1 ist natürlich der Winkel, den Sie auch hier haben. Und das ist ein Kugelausschnitt mit dem Radius R2. Das ist also quasi der allgemeinste Fall, den wir hier haben. Jetzt müssen wir halt nur wieder unsere geometrische Optik machen, Brechungsgesetz anwenden und uns überlegen, wie die Verhältnisse sind. Ja? Also, wir überlegen uns mal, d ist gleich R1 mal Sinus Alpha 1. Ja? Das heißt, dieser Abstand ist R1 mal Sinus Alpha 1 klarerweise. Ja, das d kann ich ja hier hinschreiben und dann ist ja einfach Sinus Alpha 1 d durch R1. Also das ist ganz einfach. Alpha 2 plus Alpha 3 ist Alpha 1, auch das ergibt sich hier automatisch. Alpha 2 plus Alpha 3 ist dieser Winkel Alpha 1, den Sie ja auch dann hier insgesamt finden. Auch das gibt es automatisch. Also ist Sinus Alpha 1 d durch R1 und Alpha 3 ist Alpha 1 minus Alpha 2. Ganz einfache Zusammenhänge. Jetzt geht es so weiter. Nach dem Brechungsgesetz hängen Alpha 1 und Alpha 2 miteinander zusammen. Da gilt nämlich Sinus Alpha 1, ja, ist gleich n mal Sinus Alpha 2. Und gut, hier würde auch noch ein n von der Luft davor stehen, aber der Brechungsindex der Luft, den habe ich mal gleich zu 1 gesetzt. Ja? So, wir betrachten nun achsennahe Strahlen, das heißt, dieser Abstand d des Strahls, der hier auf die Linse trifft, ist klein im Vergleich zum Krümmungsradius R1 der Linsenoberfläche. Also wir betrachten relativ schwach gekrümmte Linsen. Das ist das, was wir tun. Ja? Dann ist natürlich Alpha 1, dieser Winkel, sehr viel kleiner als 1, in Bogenmaß wohlgemerkt. Und Alpha 2 auch. Und dann kann ich mir nämlich die ganzen Sinusfunktionen vergessen. Ja, dann ist Sinus Alpha 1 gleich Alpha 1. Das hatten wir schon mal in der Mechanik. Denken Sie an das mathematische Pendel zurück. Da hatten wir ja gesagt, für kleine Winkel, Alpha gilt Sinus Alpha, ist ungefähr gleich Alpha, in Bogenmaß wohlgemerkt. Ja? Okay. Das heißt, ich kann hier einfach schreiben, Alpha 1 ist d durch R1 und damit kann ich dann schreiben, Alpha 2 ist gleich 1 durch n mal Alpha 1. Das ist einfach das Brechungsgesetz jetzt ohne die Sinusse geschrieben. Ja, für kleine Winkel kann ich ja Sinus durch den Winkel ersetzen. Ja, und für Alpha 1 kann ich jetzt einsetzen, ja, d durch R1, also ist Alpha 2 gleich d durch n mal R1. Und damit kann ich das jetzt hier oben alles einsetzen. Damit gilt also, Alpha 3 ist d durch R1 minus d durch R1 mal n, also ist das d durch R1 mal 1 minus 1 durch n. Das ist die Formel Stern, die stelle ich jetzt mal zurück. Die brauche ich später noch für diesen Winkel Alpha 3. Ja? Denn jetzt gucke ich mir an, wie der Strahl aus der Linse rauskommt. Sie sehen, der trifft hier ja unter dem Winkel Alpha 3 auf und jetzt kommt der Strahl hier raus. Und da kann ich das gleiche Spiel machen. D ist natürlich gleich R2 mal Sinus Beta 1, wenn das der Winkel Beta 1 ist. Sehen Sie an diesem Dreieck genau, können Sie das ablesen. Also d durch R2 ist gleich Sinus Beta 1. Und jetzt sollen die Winkel wieder klein sein. Ja, wir gucken uns wieder achsennahe Strahlen an. Das heißt also, der Winkel ist wieder klein in Bogenmaß. Das heißt, der Sinus Beta 1 ist wieder gleich Beta 1. So kann ich mir das wieder hinschreiben. Und das Brechungsgesetz n mal Sinus Alpha 3 plus Beta 1, ja, Alpha 3 plus Beta 1, ja, wenn ich das nehme, das ist also hier dieser ganze Einfallswinkel, ist gleich Sinus von Beta 1 plus Alpha 4, Beta 1 plus Alpha 4, das ist hier dieser
Ablenkwinkel. Ja, immer relativ zur Oberflächennormalen muss ich die Winkel ja nehmen. Und da kann ich natürlich die Sinusfunktion auch wieder weglassen, wenn ich kleine Winkel habe. Das ist hier immer der Trick. Sie sehen also, man sagt hier dazu, man linearisiert das Problem. Das heißt, wir gucken uns die geometrische Optik in linearer Näherung an. Das ist das, was wir jetzt genau genommen machen. Also steht dann hier, wenn wir Sinus weglassen, n mal Alpha 3 plus Beta 1 gleich Alpha 1 gleich Beta 1 plus Alpha 4. Und das stelle ich jetzt um nach Alpha 4, also nach diesem Winkel hier. Alpha 4 ist gleich n mal Alpha 3 plus n minus 1 mal Beta 1 ergibt sich aus dieser Formel. Ja, und jetzt kann ich das natürlich einsetzen, nämlich Alpha 3 kann ich einsetzen, ja hier, nach unserer Formel Stern, die wir hatten. Da, die hatten wir ja, Alpha 3 hatten wir uns ja ausgerechnet als Funktion von D, von R1 und von Brechungsindex. Ja, das setze ich jetzt also ein. Ja, das setze ich an dieser Stelle für Alpha 3 ein, da, das war der Ausdruck, plus n minus 1 mal d durch R2, das ist ja unser Beta 1 gewesen. Ja, das kann ich also mir schreiben, Alpha 4 ist d mal n minus 1 mal 1 durch R1 plus 1 durch R2, wenn ich das hier besser zusammenfasse. Der gesamte Ablenkwinkel ist also d durch f, das ist Tangens Alpha 4, das ist dieser Ablenkwinkel Alpha 4. Ja, Sie sehen hier dieses Dreieck, Tangens Alpha 4 ist D, das ist diese Strecke, dividiert durch F. Ja, Gegenkatheter durch Ankatheter. So, und das ist wieder für einen kleinen Winkel gleich Alpha 4. Und wenn ich das jetzt hier einsetze, an dieser Stelle, D durch F, ja, für Alpha 4, dann können Sie durch D teilen und dann haben Sie die Linsenschleiferformel da stehen. Das ist also die zentrale Formel für die Brechung an einer Linse, die Sie so einfach ausrechnen können. Sie sehen, das ist immer nur Brechungsgesetz angewendet und in diesem Fall auch noch die Linearisierung, die wir vorgenommen haben, des Problems. Ja, gut. Und Sie sehen jetzt natürlich, wir haben hier eine dünne Linse vorausgesetzt. Wo haben wir das getan? Naja, wir haben uns überlegt, der Strahl in der Linse soll nicht stark versetzt sein. Sie müssen ja bedenken, hier habe ich wieder das gleiche D angenommen, obwohl der Strahl hier ja ein bisschen nach unten gebrochen wurde beim Eintritt in die Linse. Und wenn wir dieses D gleich das D auf der vorherigen Folie machen können, gleich dieses D, ja halt, gleich dieses D, ja, es gilt natürlich nur, wenn hier der Strahl nicht zu tief runterkommt. Ja, beziehungsweise wenn er auch nicht weit in der Linse sich bewegt. Und da sind wir jetzt bei dem Punkt der dünnen Linse, sehen Sie, weil der hier ja wieder auftaucht. Deswegen ist das, die Bedingung ist, wir haben eine dünne Linse vorliegen, ja, bei der also die transversale Position des Lichtstrahls D sich nicht stark ändert in der Linse. Und es gilt natürlich nur für achsennahe Strahlen, das heißt, das D muss sehr viel kleiner sein als R1 und R2, die Radien der Linsen, aber das ist meistens der Fall. Und wenn wir die gleichen Kugelflächen haben auf beiden Seiten, also R1 gleich R2 ist gleich R, dann können Sie das zur Formel für die Brennweite einer Linse umstellen, gleich R durch 2 mal N minus 1, N ist das Material des Brechungsindexes. Ja? Und das heißt, parallele Strahlen werden also in einem Punkt im Abstand F, dem sogenannten Brennpunkt, von der Linsenfläche aus gebündelt. Ja? So gilt das für die dünne Linse, wie Sie hier in der Grafik auch sehen können. Ja, und mit diesen Eigenschaften des Strahlengangs durch eine dünne Linse kann man natürlich auch das Abbildungsgesetz für dünne Linsen herleiten. Das haben wir ja in der Vorlesung gemacht. Das haben Sie da gesehen, wie wir das hergeleitet haben. Wir sind hier eigentlich im Wesentlichen vom Strahlensatz ausgegangen. Ja, B durch G, wenn wir mal dieses Dreieck uns hier angucken, ja, was heißt Dreieck, also diese geometrische Figur, dann gilt natürlich G durch B. G durch B ist gleich G Gegenstandsweite durch B Bildweite. Wenn wir uns das insgesamt hier angucken, folgt das auch aus dieser geometrischen Figur. Ja, das ist der Strahlensatz. Und das ist natürlich gleich X durch F. Das folgt aus dieser kleinen Figur hier. Ja, aus der großen Figur, aus dieser großen Figur folgt der Strahlensatz, den wir uns eben angeguckt haben. G durch B ist gleich klein g Gegenstandsweite durch Bildweite. Und aus dieser kleinen Figur hier folgt, das ist gleich x durch f, also dieser Abstand durch diesen Abstand. Und x ist ja g minus f, ja Gegenstandsweite minus Brennweite durch f.
Ja, und das ist g durch f minus 1, ich habe hier einfach noch mal durchgeteilt. Und wenn Sie jetzt aus dieser Gleichung hier, wo haben wir sie, das gleich dem, ja, wenn Sie da jetzt noch mal durch g dividieren, dann folgt daraus sofort unsere Linsengleichung, die Abbildungsgleichung. Also Sie haben zweimal den Strahlensatz angewendet auf zwei geometrische Figuren, also nochmal auf diese geometrische Figur hier, da, ja, mit Groß G und Groß B und Klein G und Klein B, auf diese geometrische Figur und auf diese geometrische Figur haben wir den Strahlensatz angewendet. Gilt natürlich, Strahlensatz ist klar. Interessant ist zu sagen, dass diese Formel auch für Zerstreuungslinsen gilt, für konkave Linsen. Ja, dann muss man nur die Brennweite negativ wählen, also als negative Zahl nehmen und in die Formel einsetzen. Und dasselbe gilt dann auch für die Bildweite. Wenn die Bildweite negativ ist, Sie sehen, negative Bildweite bedeutet, das Bild befindet sich einfach hier, vor der Linse. Das ist trotzdem sinnvoll. Ja? Das heißt, wenn eine negative Bildweite rauskommt, bedeutet das einfach, das Bild befindet sich vor der Linse. Das kommt zum Beispiel bei virtuellen Bildern raus, also bei Bildern, die Sie nicht wirklich mit einem Schirm auffangen können, die nur in Ihrem Auge entstehen. Ja? Also das ist in sich konsistent, funktioniert für Zerstreuungslinsen, funktioniert auch für Spiegel, wie wir in der Vorlesung gesehen haben, für Kugelspiegel können Sie auch diese Linsengleichung nehmen mit den richtigen Definitionen für Gegenstandsweite und Bildweite und Brennweite funktioniert das sofort. Also diese Gleichung, die ist universeller, als Sie vielleicht denken. Ja, wir können uns damit auch mal den Strahlengang durch ein Prisma klar machen. Ja, ein Prisma hier, so ein Dreieckskörper aus Glas, da trifft also das Licht ein, wird hier einmal gebrochen, läuft raus, wird ein zweites Mal gebrochen. Wir wollen hier reflektierte Strahlen wie den nicht weiter betrachten. Ja, also einfallendes Licht, das austretende Licht interessiert uns, das reflektierte Licht interessiert uns nicht so sehr. Reflexion ist halt einfach ganz einfach. Da brauchen wir nicht so viel aufheben, drum zu machen, um reflektierte Lichtstrahlen, denke ich mal. Das haben Sie alles sicher gut verstanden. So, also, hier sehen Sie, wir haben ein symmetrisches Prisma vorliegen mit einem Winkel hier oben, ja, von dem ich mal sage, den können wir variieren lassen. Ja? Und wir wollen uns mal ausrechnen, wie sich jetzt der Strahl hier verhält als Funktion dieses Winkels, den wir hier oben bei so einem gleichschenkligen Prisma haben. Also, was ist die Geometrie? Dieser Winkel hier oben ist Gamma, ja, den nennen wir Gamma, und dann gilt natürlich 2 Alpha 2 gleich Gamma. Was ist Alpha 2? Alpha 2 ist dieser Winkel hier. Ja, das heißt, der Brechungswinkel ist Alpha 2, wenn das Licht auftrifft auf die Prisma-Oberfläche und dann gebrochen wird. Es trifft auf unter dem Winkel Alpha 1 und wird dann gebrochen unter dem Winkel Alpha 2. Ja? Und trifft dann wieder hier auf diese Seite. Wir haben hier wieder den Winkel Alpha 2 und es wird dann gebrochen und tritt aus dem Prisma. Und aus geometrischen Gründen folgt natürlich sofort, wenn wir uns hier dieses Dreieck angucken, dass 2 mal Alpha 2 ist gleich Gamma, unser Winkel hier oben. Und Alpha 3 ist natürlich logischerweise der Winkel Alpha 1 minus Alpha 2, denn das Gesamte hier wäre ja wieder Alpha 1. Das heißt, unser Winkel Theta, das ist der gesamte Ablenkwinkel im Prisma. Das heißt, hier kommt der Lichtstrahl an, ja, wenn Sie den weiter fortführen, würde der so weiterlaufen, aber unter diesem Winkel Theta wird das Licht abgelenkt, ja, unter diesem gesamten Winkel Theta. Und wir wollen uns Theta als Funktion von Gamma ausrechnen, von dem Prismenwinkel. Und dann sehen Sie, unser Theta ist einfach gleich 2 mal Alpha 3. Ja, das ist dieser Winkel Alpha 3 sozusagen plus dieser Winkel Alpha 3, das ist die Gesamtablenkung. Und Alpha 3 ist ja Alpha 1 minus Alpha 2, das ist 2 mal Alpha 1 minus Alpha 2, hatten wir uns hier ja schon überlegt. Ja, das heißt also Theta plus 2 Alpha 2 ist gleich 2 Alpha 1, das ist nur diese Formel jetzt nochmal umgestellt. Und 2 Alpha 2 war ja unser Gamma, also Theta plus Gamma ist gleich 2 Alpha 1. Das ist eine einfache Überlegung. Wenn jetzt die Umgebung Luft ist, das heißt, da ist der Brechungsindex N und das Prismenmaterial hat den Brechungsindex NP, Index P für Prisma, ja, dann gilt natürlich laut Brechungsgesetz Sinus Alpha 1 durch Sinus Alpha 2 ist gleich NP. Ja, und Sinus Alpha 1, naja, Alpha 1 können wir uns hier ja ausrechnen, das ist ein Halbmal Theta plus Gamma. Ja, und
Alpha 2 hatten wir uns aber auch schon ausgedrückt, das ist Gamma halbe. Ja, das ist also Sinus Alpha 1 durch Sinus Alpha 2, also NP ist gleich Sinus von 1/2 Theta plus Gamma durch Sinus Gamma halbe. Und Sie sehen, wir kriegen diese Formel raus und die verknüpft den Ablenkwinkel Theta, den kompletten Ablenkwinkel hier, mit dem Prismenwinkel Gamma. Ja, das ist das, was wir wollten. Und das hängt im Wesentlichen also von dem Gamma ab, der Ablenkwinkel und vom Prismenmaterial, vom Brechungsindex des Prismenmaterials NP. Das sind die beiden Größen, von denen das abhängt. Ja, gut. Das heißt, so können wir auch den Strahlengang durch ein Prisma verstehen. Sie sehen also, ja, also kann man eigentlich alle diese Strahlengänge verstehen, wenn man nur das Brechungsgesetz anwendet, mit den Winkeln ein bisschen operiert, mit reiner Geometrie, ja, mit Geometrie an Dreiecken kommt man hier durch. Und manchmal muss man noch sagen, okay, wenn die Winkel klein sind, dann kann ich Sinus durch den Winkel ersetzen und dann komme ich ein bisschen einfacher durch. Hier muss ich das natürlich nicht. Hier gilt das für jeden Winkel. Ja, hier sehen Sie nochmal, der Brechungsindex hängt ja von der Wellenlänge ab und so kommt es dann zu der Dispersion, dass so ein Prisma in der Lage ist, das Licht in die verschiedenen Farben zu zerlegen, wie Sie es auch hier nochmal sehen können. Ja, hier gilt jetzt Sinus Alpha 1 durch Sinus Alpha 2. Alpha 2 ist hier der Ablenkwinkel, ist gleich N2 durch N1. Ja, das können wir wieder so als Produkt schreiben. Und der Brechungsindex N2 im Medium 2, der hängt jetzt hier von der Wellenlänge ab. Und so kommt es zur Aufspaltung in die Farben. Ja? Gut, das ist, glaube ich, klar. So sieht das dann aus, wenn Licht auf ein Prisma fällt. Am stärksten wird das Licht der kürzesten Wellenlänge gebrochen und am schwächsten das Licht der längsten Wellenlänge. Rot hat eine längere Wellenlänge als Violett und so kommt es halt zu der stärkeren Brechung von violettem Licht. Ja, gut, das ist die Funktionsweise eines Prismenspektrographen, wie wir es auch in der Vorlesung hatten. Ja, so kann man sich das klar machen. Und Sie sehen also gleich die Anwendung, die es von dieser Erkenntnis direkt gibt. Okay, wir können uns mal als Beispiel nehmen, ja, Brillengläser von ja, zum Beispiel alten Physikern wie mich. Ja, da kann man den Brechungsindex, wird immer angegeben für Licht der Wellenlänge 546 Nanometer. Ja, das ist die sogenannte grüne Linie des Quecksilbers. Und die AB-Zahl gibt mir die, das ist die Zahl, ja, jetzt wird ja das Licht ein bisschen unterschiedlich für die Farben gebrochen. Das ist natürlich für Brillengläser schwierig. Die AB-Zahl gibt mir die Zahl an, ja, bis wann kann ich das noch tolerieren? Andernfalls erscheinen bei mir ja die Regenbogenfarben dann auf dem Brillenglas und das würde beim Gucken zu unerwünschten Farbeffekten führen. Die AB-Zahl ist einfach Brechungsindex minus 1 durch Brechungsindex ja, von verschiedenen anderen Linien. Ja? Für die blaue Linie und für die rote Linie des Cadmium und des Fluor. Ja? Und das heißt, das ist ein Maß für die Dispersion, diese AB-Zahl. Ja, ohne Dispersion wäre die AB-Zahl natürlich unendlich, weil dann wären diese beiden Brechungsindizes gleich und dann würde ich durch Null teilen. Ja? Das ist der Idealfall. Ist aber nicht der Fall. Für Brillengläser sollte es aber auf jeden Fall diese AB-Zahl größer als 30 sein, sonst kommt es eben zu Regenbogeneffekten am Rand des Glases. Ja, wenn Sie hier jetzt Daten für Gläser von Zeiss haben mit Brechungsindex 1,9, dann sehen Sie, die AB-Zahl ist schon so über 30. Ja? Man hätte natürlich gerne Gläser mit möglichst großem Brechungsindex, weil Sie sie dann möglichst dünn machen können. Allerdings ist es so, je größer der Brechungsindex ist, desto stärker ist auch die Dispersion. Deswegen muss man da immer Mittelwerte finden. Das sehen Sie hier auch. Ja, die AB-Zahl, je größer Sie das Glas nehmen mit dem größeren Brechungsindex oder auch Kunststoff, ja, desto kleiner wird diese AB-Zahl und hier kommt man halt bei Brechungsindex 1,9 an diese Grenze von 30, die sich störend bemerkbar machen würde beim Gucken, wenn Sie da zu dicht rankommen. Ja, hier sehen Sie das aber, hochbrechende Brillengläser haben halt eine stärkere Dispersion, reflektieren auch stärker, ja, müssen deswegen mit einer Entspiegelungsschicht versehen werden. Das könnte man sich in der Wellenoptik genauer angucken. Das muss man mit den sogenannten Fresnel-Formeln machen, das machen wir nicht. Ja. Da muss man ein bisschen genauer reingucken, das wäre auch in Form eines Physikstudiums genauer sich anzugucken. Sind natürlich bei gleicher Brechkraft dünner, das ist der große Vorteil. Ja.
und haben wegen der chemischen Zusammensetzung auch in der Regel eine etwas höhere Dichte und kosten dafür etwas mehr. Sie sehen hier die Abbildung der Randdicke eines Glases in Millimetern. Ja, mit gegebenem Durchmesser für verschiedene Brechungsindizes und Brechkräfte. Hier sind die verschiedenen Dioptrien, die stehen. Ja, und da sehen Sie eben, es muss schon dicker werden, das Glas, wenn die Dioptrienzahl, also die Brechkraft, größer wird, wird das Glas auch dicker. Aber Sie sehen auch, das ist ein Unterschied vom Faktor 2, je nachdem, welches Glas Sie verwenden. Das heißt also, da kann man eine Menge machen, muss aber immer den Effekt der Dispersion berücksichtigen. Ja, das ist wichtig. Aber Brillengläser sind wirklich eine Wissenschaft für sich. Also, dass man die heute so super hinkriegt. Ich habe auf meinem linken Auge zum Beispiel eine Dioptrienzahl von 6,5 oder knapp 7. Das ist heute ein dünnes Glas. Früher war das ein Glasbaustein. Also, das hat sich wirklich deutlich verbessert. Und da sehen Sie auch, wie Wissenschaft und Forschung direkt zu einer Verbesserung des Lebens beitragen kann. Das schaffen Sie später als Chemikerin und Chemiker hoffentlich auch mit Ihren eigenen Forschungsergebnissen. Ja, hier sehen Sie es nochmal, also in der Zwischenzeit gibt es Gleitsichtbrillen, ja, sodass man in der Ferne und auch in der Nähe scharf gucken kann. Habe ich früher strikt abgelehnt, weil sowas ist etwas für ältere Menschen, ja, wo die Sehkraft schon ein bisschen nachlässt, also insbesondere das Gucken in die Ferne. Da ich heute selber ein älterer Mensch bin, habe ich eine Gleitsichtbrille und kann Ihnen nur sagen, das ist absolut super. Und auch die Gleitsichtbrille ist übrigens ein Ergebnis von Forschungsresultaten, die in der Grundlagenforschung erzielt worden sind. Ist interessant, die Geschichte der Gleitsichtbrille sich mal anzugucken, kann ich Sie nur auffordern, das mal zu tun. Ja, Systeme aus mehreren Linsen kann man sich noch angucken. Was passiert eigentlich, wenn ich mehrere Linsen hintereinander stelle? Dann kriege ich natürlich optische Geräte. Also dann kriege ich zum Beispiel optische Geräte wie ein Fernrohr oder ein Teleobjektiv. Ja, Sie sehen also, wir haben hier eine Linse mit der Brennweite F1 und eine Linse mit der Brennweite F2. Die stellen wir hintereinander und wir gucken uns an, was passiert mit dem Licht, welches durch diese Linse durchgeht. Die beiden Linsen stehen im Abstand D voneinander. Hier ist das Bild im Abstand B von der zweiten Linse. Ja, und das Licht fällt ein unter dem Winkel Alpha. Ja? Und dann können wir natürlich einfach sagen, Tangens Alpha ist gleich Z durch F1. Z ist jetzt hier die Größe sozusagen dieses Zwischenbildes, welches entsteht. Und Z durch B, ja, wenn wir dasselbe jetzt hier mit dieser geometrischen Figur uns angucken, dann gilt Z durch B ist gleich D minus F1. Ja, D minus F1 ist ja diese Strecke hier, dividiert durch B, das ist die Bildweite B. Ja? Die beiden Formeln merken wir uns mal wieder. Der tatsächliche Strahlengang sieht zum Beispiel so aus, Anordnung aus zwei Linsen und wir wollen den eigentlich ersetzen durch eine effektive Linse. Wir fragen uns, wie sieht diese eine effektive Linse aus? Wie sieht die Brennweite von dieser einen effektiven Linse aus? Da gilt natürlich, Tangens Alpha ist einfach gleich Fs, die Brennweite dieser effektiven Linse, dividiert durch B, die Bildgröße hier. Ja? Klarerweise, das ist jetzt, wäre jetzt die Formel 2 Stern, die wir uns angucken, ja, die wir uns auch merken. Das müssen wir jetzt nur einfach zusammenbringen. Ja, für die zweite Linse gilt natürlich nach dem Linsengesetz 1 durch B plus 1 durch D minus F1, das ist ja die Gegenstandsweite, ist gleich 1 durch F2. Das kann ich auflösen nach 1 durch B. B ist ja die Bildweite, ja, das kann ich mir so ausdrücken. Und mit der Formel Stern gilt ja Z durch B ist gleich D minus F1 durch klein b. Und jetzt setze ich hier alles ein. Ja, jetzt setze ich hier für 1 durch B, setze ich diesen Ausdruck hier oben ein. Das heißt, Z durch B ist gleich D minus F1 minus F2 durch F2. Also erhält man für Z B mal D minus F1 minus F2 durch F2. So, also nochmal, was war unser Z? Z war, wo haben wir es denn hier nochmal stehen? Z war hier die Größe des Zwischenbildes. Ja? Z ist diese Größe. So, da muss ich jetzt, sorry, dass ich jetzt hier so viel hin und her klicke. So, und jetzt nehmen wir unsere Formeln Stern und Zweistern, die wir halt hatten. Dann galt ja Tangens Alpha ist gleich Z durch F1, ist gleich B mal D minus F1 minus F2 durch F1 mal F2. Ja, also und Tangens Alpha ist gleich minus B durch Fs.
Ja? So, wenn ich das jetzt zusammenschreibe, ja, wenn ich das jetzt gleichsetze, dann sehen Sie, ich kriege raus, 1 durch Fs ist gleich 1 durch F1 plus 1 durch F2 minus D durch F1 mal F2. Also das ist die effektive Brennweite, die ich für die eine Linse hätte, ja, durch die ich dieses Doppellinsensystem ersetze. Ja? Ja, da sehen Sie also, wenn die Brennweiten groß gegenüber dem Linsenabstand sind, wenn also F1 und F2 sehr viel größer als D sind, dann kann ich das hier hinten vergessen und dann sehen Sie, dann vereinfacht sich die Gleichung 1 durch Fs ist gleich 1 durch F1 plus 1 durch F2 und Sie sehen, das ist die Begründung für die angegebene Additivität der Brechzahlen bei Linsensystemen. Hatten wir in der Vorlesung, ja? Die Kehrwerte der Brechungsindizes addieren sich, wenn ich zwei dünne Linsen dicht zusammenstelle, hat sich da gesagt. Dünne Linsen sowieso, diese ganzen Gleichungen gelten nur für dünne Linsen, aber wenn ich sie dicht zusammenstelle, damit meine ich, wenn ich dieses D hier klein mache, dann kann ich diesen Term vergessen. Ja, das heißt also, hier haben wir das, was ich Ihnen in der Vorlesung gesagt habe, nämlich, dass sich die Brechkräfte addieren, ja, haben wir hier jetzt nochmal mathematisch bewiesen. Brechkräfte waren ja die Kehrwerte der Brennweite. Gut, das kann man aber auch ausnutzen, diese volle Formel beim Zoom-Objektiv. Also das heißt, dass ich wirklich die Linse bewege und den Abstand zwischen den beiden Linsen verändere. Ja, und damit kann man dann eine Schärfe erzeugen eines Bildes, je nachdem, in welchem Abstand ich es sozusagen angucke. So sieht dieses Zoom-Objektiv aus. Das funktioniert als Summe einer Brechungs- und einer Zerstreuungslinse, die ich beide zusammen im Abstand D halte. Aber unsere Berechnung gilt eben auch für Zerstreuungslinsen. Da muss ich ja nur aufpassen, wie ich die Vorzeichen wähle für die entsprechenden Größen. Ja? Das heißt, ich nehme die Formel und bei einer Zerstreuungslinse ist es ja so, dass ich im Prinzip alles so machen kann. Ich muss nur die Brennweite negativ wählen. Ich muss die beiden Brennpunkte, den vorderen und hinteren Brennpunkt, genau genommen austauschen. Das heißt, wenn ich jetzt die Brennweite negativ wähle und ich nehme bei beiden Linsen die gleiche Brennweite, bei der Sammel- und bei der Zerstreuungslinse, nur eben die eine negativ, ja, und ich habe F größer als D gewählt, D ist der Abstand zwischen den beiden Linsen, dann gilt ja 1 durch Fs gleich 1 durch F minus 1 durch F plus D durch F Quadrat. Ja, plus D durch F Quadrat. Also kommt da einfach nur D durch F Quadrat raus. Ich kriege also effektiv eine Sammellinse, weil ich etwas Positives rauskriege. Die Brechkraft hängt ab vom Abstand der beiden Linsen. Ja? Wir kriegen also eine fokussierende und eine defokussierende Linse gleicher Brennweite, die sich im Abstand D kleiner F montiert sind. Ja, die ergeben immer eine effektive Sammellinse. Das ist ja unser Teleobjektiv. Ja? Das kriegen wir also immer raus. Und so können wir dann mit dem Teleobjektiv sozusagen in unterschiedlichen Abständen scharf gucken. Ja, das astronomische Fernrohr ist auch so ein Objekt, ja, welches aus zwei Linsen besteht und einem Okular, wo ich reingucke. Hier haben Sie die Objektbrennweite, das ist die Brennweite des Okulars. Da kann ich jetzt wieder sagen, Tangens Beta, hier ist dieser Winkel Beta. Unter diesem Winkel erscheint das Objekt, ist Z durch die Brennweite des Okulars. Tangens Alpha ist Z, das ist immer die Größe des Zwischenbildes hier, Z durch die Brennweite des Objektivs. Und die Vergrößerung ist immer Sehwinkel mit Objekt, das ist in dem Fall Beta, durch Sehwinkel ohne Objekt, das ist in dem Fall Alpha. Also eine Anhebung des Sehwinkels vergrößert ein Objekt. Das kennen Sie auch. Wenn Sie ein Objekt und ja, wenn ein Objekt unter einem größeren Winkel für Sie erscheint, dann erscheint es Ihnen größer. Das ist eine Trivialität. Und die Vergrößerung kann man eben auch definieren und bei solchen Fernrohren macht man das als das Verhältnis der Sehwinkel. Sehwinkel mit Fernrohr durch Sehwinkel ohne Fernrohr. Ja, nach dem, was wir hier sagen, wenn die Winkel klein sind, ist das aber gleich Tangens Beta durch Tangens Alpha. Das gilt wieder für kleine Winkel. Und das ist also Brennweite des Objektivs dividiert durch Brennweite des Okulars. Ja? Das heißt also, astronomische Fernrohre sollten daher eine möglichst große Brennweite des Objektivs haben. Das ist wichtig. Und Sie sehen, die sind deswegen so lang, weil sie natürlich auch hier ein bisschen, ja, wenn das Objektiv eine große Brennweite hat, dann muss das Zwischenbild hier ja reinpassen, hätte ich jetzt fast gesagt. Und deswegen müssen Sie die Fernrohre immer ein bisschen länger machen. Das ist der Grund, warum Sie nicht einfach nur so ein klitzekleines Fernrohr machen können. Ja?
wenn Sie da eine vernünftige Größe hinkriegen wollen. Ja, hier sehen Sie nochmal den Strahlengang in so einem Fernrohr genau aufgezeichnet. Und Sie sehen auch nochmal ganz deutlich, wie hier der Sehwinkel angehoben wird. Ja, Sie haben das Gefühl, das Objekt steht hier und deswegen ist das Objekt viel größer als das ursprüngliche Objekt, was Sie sich angucken. Ja, beim Mikroskop ist es letztlich genau das Gleiche. Auch da haben Sie ein Zwischenbild. Ja, Sie können die Geometrie machen. Das überlasse ich jetzt mal Ihnen. Ja, Tangens Beta ist gleich Z durch F okular. Ja, wieder das gleiche Spiel, dieses Delta, das ist der Abstand des Zwischenbildes zur Brennweite des Objektives. Durch Z ist gleich F objektiv durch die Gegenstandsgröße. Ja, da können Sie das Z durch die Gegenstandsgröße, durch den Abstand zwischen Zwischenbild und Objektiv ausdrücken und der Brennweite des Objektives. Und Sie kriegen wieder raus, Tangens Beta ist somit gleich, für das Z setzen Sie ein, G mal Delta durch die Brennweite des Objektives und die Brennweite des Okulars. Tangens Alpha ist G durch S0, natürlich wie immer Gegenstandsgröße durch, ja, der Gegenstand befindet sich in der deutlichen Sichtweite, das ist das S0. Und wenn Sie jetzt wieder das Verhältnis dieser beiden Größen von Beta und Alpha sich angucken und sich wieder überlegen, dass die Winkel gleich dem Tangens sind, weil wir ja kleine Winkel haben, dann ist die Vergrößerung hier gegeben durch diesen Abstand zwischen Zwischenbild und Objektiv, den ich verändern kann bei einem Mikroskop, der deutlichen Sehweite und der Brennweite des Objektivs und des Okulars, da wo Sie reingucken. Und das ist eben so immer mit einem Mikroskop realisiert. Hier sehen Sie eben, A ist das Okular, B ist das Objektiv, ja, Okular, hier haben Sie die Linse, B ist das Objektiv, das ist diese Linse. Diesen Abstand können Sie jetzt wieder verändern, das ist das Delta, was Sie eben hatten. Und so können Sie dann die Vergrößerung quasi stufenlos einstellen bei so einem Mikroskop. Ja, okay, und letztlich gibt es dann auch noch so Sachen wie das Spiegelteleskop. Ja, auch hier haben Sie die Brennweite eines Spiegels. Wir können die gleichen Formeln verwenden, das hatte ich Ihnen schon gesagt, wie bei den Linsen. Ja, und hier haben wir unser Zwischenbild Z wieder, hier haben wir unseren Winkel Beta, unseren Beobachtungswinkel und unseren Winkel Alpha, unter dem das Licht eintritt. Und wenn wir wieder die Geometrie machen, dann ist Tangens Alpha gleich Z durch die Brennweite des Spiegels, Tangens Beta ist Z durch die Brennweite des Okulars und wenn wir das Verhältnis wieder bilden, das ist also Brennweite des Spiegels durch Brennweite des Okulars, ist die Vergrößerung und deswegen sind diese Spiegel so groß und so schwach gekrümmt, damit man eine große Brennweite hinkriegt. Das sorgt dann für eine große Vergrößerung. Und das können Sie hier sehen, so sehen solche Spiegelteleskope aus, die Sie zum Beispiel auf La Palma finden mit großen Spiegeln, mehreren Metern Durchmesser, damit Sie eine schwache Krümmung hinkriegen, also eine große Brennweite. Und damit können Sie tief ins Universum gucken und sich zum Beispiel die Verteilung von Wasserstoff im Universum angucken, indem Sie spezielle elektromagnetische Wellen mit diesem Spiegel auffangen. Ja, das nur schon auch als kleiner Ausblick. Was macht man damit eigentlich? Hier sehen Sie nochmal so ein Radioteleskop, ja, das ist jetzt auch für elektromagnetische Wellen, aber jetzt nicht für Licht. Ja. Und dieses Radioteleskop in Effelsberg, damit können Sie ins Weltall gucken. Gut, das waren meine Berechnungen zur geometrischen Optik, die ich Ihnen noch erklären wollte. Ja, da sehen Sie, das kann man alles ausrechnen, das ist auch nicht schwer, das ist wirklich nur reine Geometrie, die Sie da machen müssen. Ist dann also ein bisschen mühselig, aber das kriegen Sie mit den einfachsten Formeln hin und mit der Geometrie, die Sie in der Schule gelernt haben, Dreiecke, Winkelsumme etc., kriegen Sie das alles hin. Das könnte man übrigens noch weiter formalisieren. Wenn Sie das möchten, dann gucken Sie mal unter dem Stichwort Matrixoptik in ein Physikbuch, dann sind Sie wirklich in der Lage, alle optischen Geräte zu berechnen, wenn Sie die Matrixoptik können. Das übersteigt ein bisschen diese Vorlesung, deswegen habe ich das nicht gemacht, ja, auch nicht in der mathematischen Ergänzung, aber gucken Sie als Stichwort Matrixoptik an, sollten Sie in Ihrem Forscherinnen- oder Forscherleben mal in die Verlegenheit kommen, ein optisches Gerät dimensionieren zu müssen, dann denken Sie an diese Vorlesung, an das Stichwort Matrixoptik, lesen sich das durch und dann können Sie das. Dann können Sie sich ein beliebiges optisches Gerät zusammenbauen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder und in der nächsten Woche werden wir dann nochmal die gesamte klassische Physik zusammenfassen. Wir sind dann nämlich mit der klassischen Physik durch, ja, mit dem, was man unter klassischer Physik versteht. Das muss ich Ihnen natürlich auch erstmal sagen, was ist überhaupt klassische Physik? Das werde ich Ihnen dann erklären. Damit sind wir dann fertig
Und das fassen wir in der nächsten Stunde mal hier in den mathematischen Ergänzungen nochmal quasi als Gesamtwiederholung zusammen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, machen Sie es gut und schauen Sie nächste Woche wieder rein.